Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Levitated. Levitated, so rum. Zusammen mit dem lieben Marek. Ja, moin. Und mit mir, dem lieben Silence. Ja, wir haben letztes Mal angefangen. Da wir das halt am Stück aufnehmen, da wir halt im Regelfall nur sonntags aufnehmen können, nehmen wir halt alles am Stück auf. Schon mal kleine Vorwarnung. Wissen wir noch nicht, wie das Pack bei euch angekommen ist. Aber ich hoffe einfach mal, es ist gut bei euch angekommen. Und wenn ihr immer noch, oder wenn ihr der Meinung seid, das Pack ist sehr gut, zeigt es uns, dann machen wir dann auch lieben gerne ein paar mehr Folgen. Aktuell haben wir jetzt geplant, dass wir erstmal nur 3 Folgen machen. Da ich immer noch nicht so ganz wieder fit bin und ja, mal gucken. 100%, ich weiß es noch nicht, wie ich das machen will. Auf jeden Fall haben wir eben ein bisschen Holz gefarmt. Ja, jetzt haben wir ein paar Bilder. Hat sich herausgestellt, man kriegt selten Loks, aber man kriegt sie. Genau, also ab und zu, wenn man die Bäume einfach mit einem Endshard abreißt, kriegt man Planks und auch manchmal auch Loks mit raus. So, und ich gehe davon aus, dass wir jetzt quasi darüber die Werkzeuge machen müssen, aber... Ja, aber wir brauchen erst noch unsere... Wo ist das Eisen? Das hab ich. Gibst du mir bitte 3 Eisen? Ja. So, wie machen wir die Workbench? Die Workbench machst du, indem du Endstone sammelst, so Bricks zusammen machst und mit Holz zusammen. Ich habe aber noch eine Workbench. Würdest du die bitte aufstellen? Danke. Wir brauchen noch eine, nicht eine Forge. Pencil Table war das, ne? Ja. Denn ich würde jetzt gerne mal ausprobieren. Ja, wir können ganz normal hier mit abhacken. Ja, ich würde es direkt einfach auf ein Stencil Table machen. Ja, natürlich. Sticks. Also. Alleine, weil wir dann Werkzeuge leveln und reparieren können. Ich brauch nur einen Plank, wenn's geht. Kriegst du nicht. Genau, und Marek hat einfach aus gewissen Sicherheitsgründen und meine Erfahrung den Raum hier nur 2 hoch gemacht. Ja. Jeder, der so ein paar Folgen mittlerweile geguckt hat, weiß das. Aber hey, du bist doch bekannt dafür, dass du super im Adventure-Style bist. Ja, sowieso. Ich muss ja auch nicht super im Adventure-Style sein. Nee, das lässt du mich wieder machen. Ganz genau. Und ich baue einfach Maschinen, die dich dann irgendwann ersetzen. Ganz einfach. Ja. Und dann kann ich dich anmeckern, dass du Maschinen-Scheiße aufgebaut hast. Ja, so passt das auch. So geht alles wieder zusammen. Mist, ich habe eben gar keinen Thumbnail, glaube ich, gemacht. Ups. Perfekte Vorbereitung. Machen wir den Pickaxe-Head erstmal aus Eisen. Können wir nicht. Das geht nicht. Dann müssen wir schmelzen. Dann musst du mir Endstone geben. Kriegst du. Aber. Ja, lass uns mal so hier rausgucken. Einmal auf die andere Seite. Wegen Thumbnail. So. Ja, jetzt habt ihr auch mal mitbekommen, wie wir Thumbnails machen. Nein. Ist ja noch nie passiert. Hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass das so funktioniert. Advancement, Mr. Copper. Ne, Mr. Cooper. Der Gagset funktioniert auch nicht im Partbilder. Was? Doch. Ach, jetzt. Also das braucht eigentlich 8 Blöcke, glaube ich. Ne, 2. Echt? Mehr nicht? Jo. Okay. Aber keine Ahnung, was nicht so funktioniert hat. Also irgendwie mag ich die Erzvorkommen hier. Warum? Ich hatte jetzt eine Ader und habe 23 Kupfer. Ja, das ist ja schon mal... Ja, also ich mache das, was ich gut kann. Ich gehe Minen. Monster kloppen darfst du dann machen. Ich mache das mit den Minen. Nee, also ein bisschen Kupfer wäre halt ganz gut, wenn wir das schon mal hätten. Wir müssen ja sowieso gleich noch einen Ofen bauen. Wir brauchen ja eh alles. Ach, Endcoal. So, wenn du jetzt zu mir kommst, kriegst du deine Spitzhacke. Ui, 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 ui. Spitzhacke. Meines. Ich würde sagen, ich mache uns keine Axt, sondern ich mache uns eine Mattock. Ja, gerne. Ich wollte jetzt aber mal einen ganz kurzen Ofen bauen. Ach, geht sogar so einfach. Haha. Da ist Platz. Dann, was haben wir denn sonst so noch an Quests? So, und noch. Ich stelle jetzt Revierschluck auf. Mist.
So, hast du sonst noch Wünsche? Ja, eine Diamantrüstung, bitte. Nein, eine Drakonik-Rüstung, Diamant reicht nicht. Würde es nicht reichen, wenn du einfach einen Kürbis auf dem Kopf hättest? Nein, das wäre zu einfach. Dann müsstest du gar nicht erst kämpfen. So, wir sollen jetzt tatsächlich so ein Framing-Table machen. Wie macht man den denn? Was ist ein Framing-Table? Ich guck jetzt so. Okay. Ich glaube aber, unser Holz reicht dafür tatsächlich nicht aus. Außer du hast noch was. Nee, ich hab's in die Chest getan. Alles, was ich noch hatte. Dann müssen wir kurz farmen gehen. Nee, hier sind noch 36 gewesen. Ah, okay. Wir brauchen nämlich... Ein Schwert wäre vielleicht nicht... Oh nein. Noch. Ein Verumt. Ja, Schwert wäre vielleicht ganz gut für dich. Einer muss uns ja beschützen. Für mich? Du kriegst keins? Ich laufe einfach schreiend weg. Du kriegst eine weiße Flagge. Ja, ganz genau. So. Auf jeden Fall können wir jetzt theoretisch schon Drawer machen. Aber ich glaube, das bringt uns noch nicht wirklich was. Wichtiger ist, glaube ich, erstmal, dass wir nochmal zwei Kisten kriegen. So, hast du dich schon mal ein bisschen runtergebuddelt? Gibt es irgendwo eine Quelle von normalen Stein? Nee, ich habe mich tatsächlich noch nicht runtergebuddelt. So, kann man aber theoretisch gleich mal machen. Wollen wir das nicht lieber im Haus machen, so eine kleine Mine? Find Mana Pools und Custom End Cities. Ja. Hatte ich ja schon, theoretisch. Ein Mana Pool? So ein End City. Da war ich ja schon drin. Okay, ja, wie machen wir das, heißt, denn? Ich stimmt. Ich mach das, was ich am besten kann. Ich lauf rum. Mal wie geht denn das mit Spawn setzen? Du hast ein Buch in der Chest hier. Tome of Origin. Ich schmeiß dir mal zu. Ah, okay. Damit geht das immer wieder oder einmalig? Einmalig. Okay, was kostet das? Nix. Einfach nur rechtsklick. Nee, ich meinte an Materialien. Gut, dann bleiben wir jetzt einfach hier. Ich vermute mal, dass die Welt überall so aussieht wie hier. Ich wollte tatsächlich auch mit Home arbeiten. Jetzt, ja, du kannst dann da mal so. Oh nein. Ich laufe hier mal rum und gucke, was es zu finden gibt. Ja, mach das. Ich beschäftige mich so lange mit dem Enderman. Ja, also machst du das, was am besten kannst. Ja. Feige bei uns im Haus stehen und die Enderman nach außen in Totschlag. Das geht halt tatsächlich. Oh, ich hab ein Enderman-Head. Nee, ich wollte dann einfach mal eine kleine Mine oder sowas hier anfangen. Einfach nur um zu gucken. Ich habe auch direkt schon Mana Pool gefunden. Cool. Wir haben tatsächlich nicht weit von uns ein Haus. Das ist ein Mana Pool. Okay. Mystical Red Flower. Ja, gut, die Pflanzen sammeln, das wird dann echt ein bisschen nervig. Ah, dafür sind dann ich wahrscheinlich ja auch diese Enderperlen, dass du halt die ganze Zeit immer random durch die Gegend teleportieren und dich halt nicht hin und her boddeln musst die ganze Zeit. Ich kann es auch verstehen, wenn sie es einfach nur machen. Oh. Ja. Ich habe was Schönes für dich gleich. Oh nein. Immer noch den kurzen Disclaimer. Ich sehe nur, dass der Ausschlag irgendwie nicht so wirklich hoch ist bei OBS bei mir. Wenn der Ton noch nicht ganz perfekt ist, Windows mag mein PC nicht mehr und zerschießt mir die ganze Zeit die Audioeinstellung. Dementsprechend, wenn der Ton noch nicht ganz gut ist, tut's mir leid. Also wir haben hier hinten eine Endfestung, die erklimme ich jetzt mal nicht, aus gegebenen Gründen. Warum aber denn nicht? Wir haben nicht? Direkt eine in der Nähe, das reicht schon. Ist aber kein Luftschiff dran. Na, schade. Sonst hätte man vielleicht direkt die Lytra kriegen können. Also auf jeden Fall, Erze sind in der Erde gar nicht mal so oft, aber wenn sie da sind, sind sie recht ausführlich da. Nennen wir es mal so. Also Cluster. Ja. So, dann bringt Strip Mine wahrscheinlich auch nichts. Ich will eigentlich nur nach unten buddeln, auf gut Glück, dass ich nicht durch die Decke falle oder durch den Boden. Strip Mine in einer Inselwelt, schwebenden Inselwelt. Ja. Ist jetzt nicht so das Wahre. Willst du etwa sagen, dass es nicht geht? Komm ich da hoch? So, ich buddel mich halt nur einmal nach tatsächlich unten. Ah, ich habe Eisen gefunden. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich habe einen Unicorn-Horn-Dagger bekommen.
Und ich nehme mal den Brauchstand mit. Der kann nicht schaden. Nö, also falls wir dann irgendwann mal was machen müssen damit. Okay. Ah, jetzt weiß ich immerhin, wie man da normal hochkommen soll. Indem man stirbt? Nee, hier ist ein Dispenser drunter. Den nehme ich auch direkt mal mit. Okay. Ja, ich habe sogar Eisen und Gold gerade gefunden. Und Zinn habe ich auch, das heißt, wir könnten, wenn wir eine Smetry irgendwie machen können, könnten wir vielleicht Bronze machen. Was wahrscheinlich recht gute Werkzeuge geben wird. Ich habe noch so ein Botanierhäuschen hier gefunden. Schmeißt mich direkt mal in die Richtung. Ja, ich werde mir gleich auch mal ein paar von den Shards noch sammeln. Und dann werde ich nächstes Mal ordentlich da was mal klotzen. Mal ein paar Häuser plündern gehen. Wobei dafür eine Rüstung, glaube ich, auch ganz nett wäre für mich. Ja, dann fahren wir eine zusammen. Bin ich ja gerade bei. Also ich sag mal, an Pure Daisies wird es uns auf jeden Fall nicht mangeln. Ja, die sind in jedem von diesen Häusern drin, habe ich das Gefühl. Ich habe auch noch einen Mana-Pool hier. Na gut. Wir brauchen keinen zweiten. Allerdings, ich meine, können wir mehr Mana sammeln, wenn wir mal offline sind. Ich habe Mana-Diamonds gefunden. Ein Overgrowth-Seed. Das ist echt nicht schlecht. So, auch wenn ich mich mit Botanien ja immer noch nicht so wirklich auskenne. Boah, das lernt man. Ich würde mal gerne wissen, wie weit diese Insel runtergeht. Weil ich bin jetzt bei 24. Okay, ich gehe wieder hoch. Da war es nämlich zu Ende. Okay, also Diamanten scheint es nicht zu geben, tatsächlich. So, dann bastel ich mir mal zwei Enderperlen. Ach, hier ist noch ein Botanierhaus. So. Also es mehr scheint es da nicht zu geben, diese Tempel, die ganz normalen Endfestungen. Ja gut, was willst du da auch großartig teilweise mehr haben? Oh, kann ja sein, dass da irgendwie großer Ausfall ist. Ender Dragon Beschwörungsalter. Ich bin 1100 Blöcke weg und ich glaube, ich bin im Nichts. Das ist doof. Hast du wieder so eine Bucht gefressen? Also mit Absicht, tatsächlich. Was ist hier? Eine Chorus Plant, okay. Hier auch wieder. Meins. Wo denn? Bitte? Das ist eine sehr, 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 sehr seltsame Struktur. Ich gehe hier erkunden. Meinst du, das ist eine gute Idee? Da hängen schwarze Blöcke dran, die ich nicht identifizieren kann. Ja. Okay. Interessant, man kann das Runterfallen übrigens abkürzen, wenn du diese Perle gegessen hast. Indem du einfach Chorusfrucht isst. Dann portet er dich irgendwo nach unten. Das hier ist Porphyri. Okay, hier steht ganz schön viel Zeug. Gehe ich in den Dungeon rein? Nein, lieber nicht. Ich bin noch nicht lebensmüde. Aber mich würde mal interessieren, ob man tatsächlich später so viele Enderperlen dann nicht braucht. Oder ob die Enderlilies quasi nur so nebenbei sind. Wahrscheinlich einfach um ein bisschen zu erkunden. Na gut. Oder halt tatsächlich, dass man nicht immer alles überall und nirgends mit hinschleppen muss. Enderman, lässt du mich in Ruhe? Ich hab dir nicht mal angeguckt. Also lass mich in Ruhe. Ich hab dir noch nichts getut. Noch nichts getut. Ja. Okay, also ich hab hier tatsächlich nur diesen einen einzigen Dungeon. Und also zwei Dungeons, aber da gehe ich nicht rein. Ich bin nicht lebensmüde. Vor allem gehe ich da nicht alleine rein. So ein Untergrund-Dungeon oder irgendwie? Nee, so ein Tempelgedöns. Ja, und mehr ist hier tatsächlich nicht. Gut, ich gehe wieder zurück. Ach, da ist unser Haus. Okay. Da, wo die 5 Death Points sind. Und ich lösche nicht einen einzigen Death Point. Kriegst du sie mit Stolz? Ja. Und hey, diese Folge bin ich noch nicht gestorben. Guck mal. Hast du einen Eimer gefunden? Nein, den kann man craften. Aber weißt du, was da hinten ist? Mana-Gedöns. Ja. Liquid Mana. Können wir das irgendwie in den Mana-Pool leiten? Ich glaube nur mit einem Mana-Tablet tatsächlich. Ich habe ein Lexica Botania. Ja, ich auch. Das habe ich doch schon. Was gibt's denn sonst so Schönes noch?
Wir bräuchten ein Craft Mana Steel Ingot, Mana Pearl und Mana Diamond. Dafür müssten wir jetzt mal Diamonds finden. Wir haben doch schon Mana Diamonds. Ja, ich glaube aber, wir müssen die wirklich craften. Crafte Blue Lotus. Wie macht man die? Dafür müssen wir Inbiotic finden. Ach, hast du schon geguckt? Questbeschreibung durchgelesen. Ja, und wir brauchen halt einen Mana da drin. Kannst du da nicht rechtsklick mit dem Eimer drauf machen? Wenn du weißt, wo du die Pflanzen findest. Nee, ich meinte auf den Mana-Pool. Kann ich machen, aber dann droppt er den nur. Achso. Ich glaube, wir müssen... Aber warte, das sind doch diese Pflanzen hier, die wir brauchen. Ich glaube ja. Hui! Hast du irgendwas aufgenommen? Nö. Okay. Eine Schere wahrscheinlich. Ja. Oh, wir sind wieder bei 16 Minuten. Gut, ich würde dann sagen... komm, dann machen wir noch schnell. Nein. Ja gut, können wir ja eh nicht. Du brauchst ja einen Mana-Pool dafür, oder nicht? Ja, wir haben ja Mana-Pool. Ich gehe mal davon aus, wir müssen nur einen Mana reinschmeißen. Also, das kann tatsächlich vielleicht auch sein. Wir haben mal Mana reinschmeißen. Meinst du? Ah, ich bin gut. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr es geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.